Schauen Sie mal, diese wunderschönen Meere hier und der Sandstrand und die Palmen. Wow, wunderschön. Endlich Urlaub. Endlich frei. Endlich Ruhe. Nichts zu tun. Nicht gestört werden. Ausspannen. Diese Ruhe hier. Wahnsinn. Haben wir vielleicht irgendwas vergessen? Wieso läuten jetzt die Glocken? Ja, hallo? Hallo, Frau Sippel? Nein, ich bin im Urlaub. Nein, wieso stören Sie mich jetzt? Was, Sie wollen eine Andacht halten? Sie sitzen da überall? Frau Trapani, haben Sie mir das vergessen zu sagen? Ja, Mist. Sie sehen uns. Weltgebetstag. Weltgebetstag? Ja. Frau Sippel, wieso sehen Sie uns? Und der Horst ist auch schon da. Und die Kinder. Was, wir? Sie sehen uns? Wo sehen Sie uns? Das kann doch nicht wahr sein. So viele Kinder. Ist ja irre. Oh. Gucken Sie mal, Frau Trapani. Oh, nee. Richtig und viele. Und wir wollen jetzt Gottesdienst feiern. Frau Sippel, ist das Ihr Ernst? Was macht man da? Nee, ich leg mal auf. Ich überleg mir mal was, ja? Okay. Sie haben nicht zufällig Ihr Talar mit dabei? Ich verreise immer mit Talar. Weil für einen Gottesdienst sollte man immer einen Talar anziehen. Wo sind wir eigentlich? In Vanuatu. In Vanuatu. Wieso vergessen Sie das eigentlich immer? Ich bin schon alt. Wunderschöne Inseln, Sonnenschein, Vanuatu eben. Ja, ich bin hier völlig im Urlaubsmodus. Nein, wir fangen jetzt auch gleich an. Machen Sie mal. Jetzt warten Sie noch mal, bis ich hier zu habe. Dieses ganze Kabel hier. Sieht das ordentlich aus? Wunderbar. Sehr schön. Liebe Kinder, liebe Erziehenden, dann feiern wir unseren Gottesdienst zum Weltgebetstag der Kinder in 2021 im Namen dessen, der Himmel und Erde erschaffen hat, der Bund und Treue ewiglich hält und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Das walte Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. In diesem Jahr hätten wir gerne auch mit euch zusammen in einem großen Raum gefeiert, aber leider geht das nicht. Und deshalb haben wir uns ein klein wenig was anderes überlegt. Genau. Auch von mir. Und jetzt feiern wir eine Online-Andacht. Und ihr sitzt da. Wir haben euch ja alle schon gesehen. Genau. Und Frau Sippel, nicht gähnen. Okay? So, dann würde ich sagen, wir beginnen mit einem Psalm. Ein Psalm ist immer ein gutes Wort zum Anfang. Wunderbar. Den sag ich jetzt. Ich dachte, den sagen wir im Wechsel. Ach ja, okay. Ja. Gut. Haben Sie nicht auswendig gelernt? Sie? Ja, natürlich. Na dann, Sie sind ja auch der Pfarrer hier. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Sie gelten, soweit der Himmel reicht, für immer und ewig. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und Licht auf meinem Weg. Gott, du stehst bei mir. Du bist mein Schutz und Schild. Deine Worte geben mir Hoffnung. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Gott, ich bitte dich, lass meine Hoffnung nicht enttäuscht werden. Ich brauche Worte, die mich aufrichten und mir Mut machen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und Licht auf meinem Weg. Gott, deine Worte sind wahr. Das ist so und das bleibt so in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Bevor wir jetzt gleich zum Herrn Hoss schalten, der zu Hause geblieben ist und leider keinen Urlaub machen durfte, erzählen wir ein bisschen was das Thema sein soll. Vanuatu ist ja eine kleine Insel, aber sie bilden einen Staat. Und ihr seid auch ganz viele Kinder in einer Gruppe und seid doch eine Gruppe. Und darum soll es heute gehen, zusammenzustehen, zusammenzuhalten und zusammen stark zu sein. Schön, mehr gibt's da nicht zu sagen. Dann kann doch jetzt eigentlich die Inselgruppe vorgestellt werden. Und wir gehen weiter an Herrn Hoss. Viel Spaß! Vanuatu ist ein armes Land. Ja, das ist aber auch ein schönes Land, wie man hier auf dem Bild sieht. Gibst du mir mal bitte den Kleber? Ja, gerne. Ich möchte das nämlich aufs Plakat aufkleben. Ah, okay. Hi, Kinder. Hallo, Christian. Wow, was macht ihr denn hier Feines? Fliegt ihr mal wieder um die Welt, oder was? Ja, das kann man so sagen. Hier sieht es was wie von uns
gesehen am anderen Ende der Welt. Am anderen Ende der Welt? Dann seid ihr ja quasi hier in Neuseeland. Quatsch doch nicht. Guck mal genau hin. Das ist viel kleiner als Neuseeland. Das ist nämlich Vanuatu. Vanuatu? Echt? Da war mein Cousin Philipp zum Arbeiten. Und hat es ihm dort gefallen? Ja, der hat gesagt, das ist so schön dort, dass er am liebsten dort geblieben wäre. Und warum ist er dann wieder zurückgekommen? Naja, er war halt zum Arbeiten da. Und für wen hat er dort gearbeitet? Für die UNIDO. Das ist eine spezielle Organisation von den Vereinten Nationen mit dem Ziel, den Menschen in armen Ländern zu helfen, bei ihrer Arbeit zu unterstützen und auch sie zu fördern. Oh, ist Vanuatu denn ein armes Land? Kann man so sagen, ja. Und warum? Na, ich würde sagen, das schauen wir uns mal zusammen an, warum das so ist. Was habt ihr denn bereits über das Land herausgefunden? Eine ganze Menge. Na, schieß los, ich bin ganz offen. Vanuatu ist eine Inselgruppe. Im Südpazifik, ne? Ja. Von 83 Inseln. 67 Inseln bilden eine Stadt, die auf den 16 unbewohnten Inseln leben noch richtige Naturvölker. Damit meine ich Menschen, die noch nie ein Auto oder ein Flugzeug gesehen haben. Sie leben bis heute noch im Einklang der Natur. Sie ernähren sich von der Jagd, dem Fischfang und dem Anbau von Gemüse und Obst. Die Hauptstadt heißt Port Vila und die größte Insel Espiritu Santo. Ich habe ja schon echt eine ganze Menge herausgefunden. Wahnsinn. Aber hier diese 83 Inseln, die stelle ich mir von der Fläche schon so groß wie Deutschland vor. Ist es aber nicht. Die Gesamtfläche ist gerade mal so groß wie unser Bundesland Schleswig-Holstein. Die Gesamtbevölkerung liegt knapp unter 300.000 Menschen. 300.000 Menschen? Wisst ihr eigentlich, was die für eine Sprache dort sprechen? Die Amtssprache sind Islam. Islama? Ja. Englisch und Französisch. Islama, Englisch und Französisch. Drei Amtssprachen. Nicht schlecht. In Vanuatu gibt es auch mehrere aktive Vulkane. Der größte heißt Upevi und ist 1413 Meter hoch. Was fällt dir noch etwas zu Vanuatu ein? Ja, quasi schon das ganze Land vorgestellt. Aber ich kann euch noch von was berichten, was mir mein Cousin Philipp erzählt hat. Also, das ist die Art und Weise, wie der Philipp von diesem Land erzählt. Wenn er da schwärmt und wenn er berichtet, da ist dann dieses gewisse Funkeln in seinen Augen. Ja, also ich stelle mir diese Inselgruppe wie so das letzte unberührte Paradies im Pazifik, umschlossen vom wilden, rauen Meer vor, ja, wo die Menschen dort leben. Ne? Und das ist alles weit weg von dem, was wir unsere Zivilisation nennen. Und fernab von unserer Zivilisation haben sich dort Bräuche und Traditionen entwickelt, die bis heute überlebt haben. Und die sind aber so unterschiedlich, die unterscheiden sich wirklich komplett von unserer eigenen Kulturgeschichte. Was meinst du damit? Kennt ihr den Begriff Cargo-Kult? Nein, was ist das? Also Cargo ist ein englisches Wort und das bedeutet Fracht. Mhm. Also hat sich in Vanuatu ein Frachtkult entwickelt. Das gibt es hier bei uns gar nicht. Ja? Und das hat den Ursprung im Zweiten Weltkrieg. Da haben die Amerikaner gegen die Japaner Krieg geführt. Und wie ihr seht, ist der Weg von Amerika nach Japan ganz schön weit. Und da haben die ihre Bomber auf Flugzeugträger im Pazifik in Vanuatu packen müssen. Damit sie dann die Angriffszeit und Benzin sparen. Wisst ihr? Ja, ich verstehe. Und für die Leute in Vanuatu, für die Eingeborenen, wie für diese indigenen Völker, wie du sagtest, war das ein richtiger Kulturschock. Die haben solche Flugzeuge und Flugzeugträger noch nie gesehen. Und auf einmal steht da die amerikanische Armee vor der Haustür und hat ihr Zeug da gepackt. Und die Soldaten, die haben ja was mitgebracht. Coca-Cola, Lucky Strike, Chewing Gum. Ja, so ist die Cola und der Kaugummi nach Vanuatu gekommen. Die haben dann Geschenke an die Leute gemacht. Und die Eingeborenen dachten, das sind die Transportfahrzeuge der Götter, die jetzt nach Vanuatu gekommen sind und die Leute mit himmlischen Geschenken den Cargos halt bereichern. Ja, verstehe. Das klingt ja echt gut, aber warum ist Vanuatu jetzt ein armes Land? Das verstehe ich immer noch nicht so ganz. Okay, lass mich so erzählen. Im Jahr 2015, da fiel ein gewaltiger Hurricane über Vanuatu her. Und der hatte das gesamte Hab und Gut der Menschen zerstört. Die Menschen waren verletzt, hatten keine Häuser mehr und keine medizinische Versorgung. Sie waren dem Wind und Wetter ohne Schutz ausgeliefert, weil es einfach keine helfende Versorgung gab. Und man darf auch nicht vergessen, die Menschen von Vanuatu
leben auf diesen ganzen Inseln, haben ihre Häuser also auf Sand gebaut und sind der Natur ausgeliefert. Und diese ändert sich so rasant, weil unsere Gesellschaft in Europa, Asien und Amerika unter anderem so viele Abgase produziert und die Erderwärmung halt vorantreibt. Ja? Ja. Und diese Erderwärmung, die führt zu starken Unwettern in dieser Ecke der Welt. Der Meeresspiegel, der steigt und droht zu verschwinden. So ähnlich wie bei der unendlichen Geschichte von Michael Ende, wo das Land Phantasia von dem großen Nichts vor der Auslöschung bedroht ist. Und das sind für mich Gründe, warum ich von Vanuatu, von einem armen Land spreche. Das verstehe ich. Ich auch! Deswegen freut es mich auch so sehr, Kinder, dass ihr dieses schöne Plakat so fleißig erstellt habt und euch für dieses Land interessiert. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Ich hänge das jetzt hier an der Flipchart auf. Und dann gehen wir hoch. Was mache ich mit eurem Werk hier? So. Das hängen wir jetzt an der Flipchart auf, gehen hoch, holen die anderen und dann machen wir eine Ländervorstellung. Die Frauen aus Vanuatu haben uns eine Geschichte mitgegeben, die in der Bibel steht und die ihnen besonders wichtig ist. Es geht darum, dass Jesus gesagt hat, es lohnt sich, auf meine Worte zu hören. Und damit wir das auch wirklich verstehen, sagt Jesus, stellt euch einen Mann vor, der ein Haus bauen wollte. Erstmal brauchte er ein gutes Grundstück. Er hat gesucht und er hat es gefunden und es gefiel ihm gut. Und er dachte, hier möchte ich mein Haus bauen. Und dann fing er an. Er hat sich Pläne gemacht, wie das wohl aussehen könnte und welches Material er braucht. Manches war praktisch. Unpraktisch, manchmal ging auch etwas schief. Also insgesamt, dachte er, geht es schon gut voran. Er hat sich darauf gefreut, wie es wohl ist, wenn sein Haus fertig ist. Und dann war es soweit. Er konnte einziehen in sein Haus und es war richtig schön. Es war gemütlich und er hat gern da gelebt. Manchmal, wenn es draußen richtig doll blitzte und donnerte, wenn es ein bisschen ungemütlich draußen wurde, war das kein Problem, denn er war sicher in seinem Haus. Manchmal hat er auch sein Haus verlassen, weil es auch andere Menschen gab, die er gerne treffen wollte. Und dann hat er den einen oder anderen besucht. Dann gab es noch jemanden. Der dachte auch, ich hätte gern ein schönes Haus. Ich muss mal nach einem Grundstück suchen. Und er machte sich auf den Weg und suchte nach einem schönen Grundstück. Und er fand eines und dachte, das ist mein Grundstück. Und er baute sich ein Haus. Er hatte bei den anderen gesehen, wie es geht. Ist gar nicht so schwer, dachte er. Das kriege ich auch hin. Und siehe da, so nach und nach war auch dieses Haus fertig. Und der Mann war ganz stolz. Mein Haus ist schön. Ah, ein bisschen unbequem. Ich mach's mir noch mal schöner. Aber nach und nach, dem Mann wurde ganz schlecht, brach dieses Haus zusammen. Das Fundament hat es nicht getragen. Das, was vorher so schön aussah, war nur noch ein Schutthaufen. Von seinem Haus ist nichts übrig geblieben. Jesus hat gesagt, es ist wichtig, auf das Fundament zu achten. Ihr braucht einen stabilen Boden, der euch trägt. Wenn ihr euch an meine Worte haltet, dann habt ihr ein Fundament, das euch trägt. So, jetzt haben wir eine schöne Geschichte von Ihnen, Frau Sippel, gehört. Eine Geschichte über festen Grund, über wie man ein gutes Haus baut, was bei Wind und Regen, Stürmen, Taifunen, Orkanen nicht einfällt. Und das ist auf so einer Inselgruppe ganz wichtig, wo es ja nicht immer so schönes, sonniges Wetter wie heute ist, sondern wo auch Tropenstürme mal kommen und so die Hütten und Häuser ganz schlimm auch mal mitgenommen werden.
Wir wollen zum Abschluss miteinander und füreinander beten. Und, zumindest ist das üblich, wir stehen ja schon, würde ich euch auch bitten, dort wo ihr gerade seid, dass ihr mal aufsteht und eure Hände faltet. Himmlischer Vater, ich sage dir Danke dafür, dass wir zusammen diesen Weltgebetstag der Kinder gefeiert haben. Dass wir heute leider nicht zusammengekommen sind, aber dass wir über die Kamera miteinander verbunden sind. Schenke uns gute Freunde. Schenke uns ein gutes, sicheres Zuhause. Schenke uns viel Spaß hier in unseren Kindertagesstätten. Und sei du unser Begleiter am Tag und in der Nacht. Lass uns darauf vertrauen, dass wir keine Angst zu haben brauchen vor dem neuen Tag. Weil wenn wir mit dir unterwegs sind, dann versinken nicht unsere Füße im Sand, sondern stehen auf festem Grund. Und weil du dich um uns sorgst und wir manchmal vielleicht nicht so genau wissen, wie wir beten sollen, hast du uns ein Gebet beigebracht, was wir nun zusammen sprechen wollen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bevor wir uns von euch hier aus der sonnigen Landschaft auf Vanuatu verabschieden, wollen wir euch noch den Segen Gottes zusprechen. Und ich weiß aus meiner langen Erfahrung, dass es dazu Bewegungen gibt. Ja, ich glaube, die Kinder kennen sie auch schon. Echt? Ja. Ich glaube, da müsst ihr euch noch ganz viel weiter auseinanderstellen. Na, die Gruppe von Herrn Hoss kann aber auch noch ein bisschen auseinander. Perfekt. Dann gehen wir auseinander unter dem Segen des Herrn. Gott, schenke dir einen festen Grund, der dich hält. Gott, halte seine Hand schützend über dich in den Stürmen des Lebens. Gott, halte dich fest in seiner Liebe. So segne dich Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Freitagnachmittag und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und jetzt machen wir aber wieder Urlaub, Frau Trapani. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.